Ich habe nur eine einzige Stunde Zeit, um so viele Punkte wie nur möglich im Solo Victory Cash Cup zu erreichen. Schreibt gerne jetzt in die Kommentare rein, wie viele Punkte ich eurer Meinung nach am Ende des Videos haben werde. Und erzählt mir auch gerne mal von eurem letzten Solo Victory Cash Cup. Um solche Turniere auch mal live miterleben zu können, könnt ihr mir sehr gerne mit dem ersten Link in der Beschreibung auf Twitch zuschauen. Da heiße ich AlbiVB und ich bin auf Twitch so gut wie jeden Tag live. Sonst, wenn ihr den Content auf diesem Kanal supporten wollt, gerne den Kanal kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr auf dem Kanal. Und sonst für den ultimativen Support gerne den Creator-Code AlbiVB im Itemshop benutzen. Es sind nur 6 Buchstaben, der Code ist super schnell eingegeben. Ihr müsst nur ganz kurz dran denken, das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet. Und sonst sind auch hier noch die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, die sich was mit dem Code AlbiVB im Itemshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Und wenn ihr immer mal wieder eingeblendet werden wollt, dann müsst ihr auch immer mal wieder den Code eintragen und mir ein Bild davon schicken. Ich habe genug geredet, ich wünsche euch viel Spaß mit diesen Highlights. Let's go, rein da! Okay, let's go. Mal gucken, wie viele Punkte ich in innerhalb von einer Stunde schaffe im Solo Victory Cash Cup. Diesmal hat man ja nur 7 Runden Zeit und 2 Stunden. Deswegen ist es natürlich etwas anders als die Seasons, die wir sonst davor gespielt haben. Gucken wir mal, ob das irgendwie einen großen Unterschied macht, weil es kann sein, dass deswegen auch viele Late starten, weshalb die Gegner jetzt auch etwas besser sind als sonst bei den Cups von den letzten Seasons. Deswegen gucken wir mal. Ich droppe trotzdem bei meinem ganz normalen Spot und ich werde trotzdem natürlich probieren, die erste Lobby auf jeden Fall zu W keyen, eigentlich die ganze Zeit, weil ich habe ja eh genug Runden. Und mal schauen, wie viele Punkte ich am Ende haben werde. Vielleicht quäle ich mich sogar. Unlucky, Bro. Oh mein Gott, ich bin tot. Ganz oben? Oh mein Gott, was? Er hat eine goldene und tötet mich von der Seite, so eklig. 10 Punkte in der ersten Runde ist jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Ich bin halt ehrlich, ich habe ehrlich gesagt komplett unterschätzt, dass der Typ erstens dann einen Peak auf mich hat und zweitens so eine gute Pump. Ich werde trotzdem an meiner Taktik nichts ändern. Ich werde trotzdem an einem Spot droppen, wo es relativ safe ist, wo ich mich auskenne, damit ich halt mit Stuff dann W keyen kann. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich die Runde ordentlich bis zum Ende ausspiele und viele Kills mache. Oh mein Gott, hier ist einer. Oh, hier fighten zwei, hier kann ich nicht einmischen, glaube ich. Geil, geil, geil. Oh mein Gott. Ich habe meine Wand nicht gehalten, weil ich blöd bin. Ey, yo, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich wollte dir nur sagen, wenn du diesen Content hier cool findest, dann kannst du gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Da bin ich bald oder sogar jetzt gerade live. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung erreichst du meinen Twitch-Kanal oder einfach auf Twitch AlbiVB eingeben. Die fighten da hinten um die Tresorkarte. Nice. Wo ist das?
Er wurde gecleant. Oh, von noch einem. Ohne mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, tot. Nein. Okay, ich habe gerade genau noch eine halbe Stunde. Ich muss jetzt wirklich eine gute Runde spielen. Weil die sind, also die war, die zweite, die war schon viel, viel besser. Aber ich kann halt auch nicht immer damit rechnen mit solchen Situationen. Ehrlich gesagt dachte ich sogar, dass die Insel nicht mal getaked ist, weil es außenrum so unfassbar ruhig war. Dass der Typ da mit der Starkwaffe da, also mit dieser Impulswaffe da stande, auf dem Dach, das ist einfach jetzt auch ohne Witz nicht absehbar gewesen. Oh, das ist eine gute Pump. Er hat richtig Angst. Das Problem ist nur, der wird mir... Ich werde halt sterben gegen den wahrscheinlich. Oh mein Gott, ist der Typ ein Angsthase. Ja, also wirklich, wenn man so ängstlich spielt, dann kann man auch echt nur verlieren. Wirklich jetzt so. Ich sehe das Katana hier aus dem Fenster rausgelurken. Das war natürlich jetzt auch ein bisschen lucky meinerseits, aber ganz ehrlich. Ich hatte gar nichts und dadurch, dass ich weiß, dass ich so viele Runden noch zur Verfügung habe, würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr in so eine Situation gerät und ihr seht, der Gegner hat so sehr Angst vor euch, obwohl ihr wisst, dass ihr eine schlechtere Waffe habt, probiert einfach in die Box zu springen und zu hoffen, dass er veraimt, wenn er so Angst hat. Aber das würde ich nur machen, natürlich, wenn ihr halt Risiko eingehen könnt, ne? Den Song wieder. Gute Pump gehabt. Okay, der hat offensichtlich auch Angst. Also, was war denn das? Oh mein Gott, nein. Ich hab's komplett veraimt. Nein. Ich muss es tryen.
Ach man, weil er wusste, wo ich war und wenn ich halt weg Katana bin ich tot. Oh. Okay, nice. Katana ist auch noch hier. Oh, ne OP-Chest. Komm, pump, 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 pump. Ja, okay, falsche Pump. So, ich würde sagen, ich hole mir noch kurz meinen Bounty. Oh, warte. Hier war schon jemand. Hier ist sogar schon jemand. Hier ist jemand. Okay, das war nicht so smart. Hier ist noch jemand. Hä? Von wo? Jetzt die Frage, ich muss eigentlich jetzt in Megacity rein oder in Shattered, damit ich auf jeden Fall weiterfighte, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich nehme jetzt mal die Fahne nicht, sondern gehe. Oh, perfekt, W-Kin. Es crackt sogar, nice. Nein, ohne Spiel. Okay, Freunde, es sind jetzt 2 Minuten 30 auf der Uhr. Und ganz ehrlich, also für die Challenge an sich darf ich dann nicht mehr queuen. Deswegen würde ich auch sagen, also ich hätte theoretisch noch 2 Runden Puffer. Ich würde aber trotzdem jetzt nicht das Ganze riskieren wollen am Ende. Deswegen spiele ich die einfach aus, um eventuell die 70 Punkte sogar noch voll zu machen. Also 70 Punkte für die Challenge, das wäre extrem stark. Okay, die fliegen alle zum Katana rüber. Okay, Timer ist jetzt bei 0 angekommen. Das heißt, die Runde spiele ich jetzt noch aus. Richtig gegrieft, ne? Hilfe, 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 der Arme. Was ist das? Nein.
Zeit mit das. Top 4. Ey, ist okay. Aber ihr seht, ist echt gut. Wir hatten 68 Punkte. Ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Tatsächlich Eliminierungspunkte nur 18. Ist relativ wenig dafür, dass wir halt echt ein bisschen mehr gekeat haben. Aber gut, wir haben auch nur eine Stunde gespielt, ne? Ihr wisst ja, dass Top 7500 sich qualifiziert. Lol, ich habe mich echt qualifiziert, ne? Hä, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es geht maximal noch ein, zwei Punkte hoch. Und gerade Qual ist 66. Okay, krass. Innerhalb von einer Stunde im Solo Victory Cash Cup qualt. Wir sind jetzt gleich bei 7500. Also ich bin tatsächlich sogar 3 Punkte drüber. Okay, krass. Ja, hier haben wir es. Also ich könnte theoretisch jetzt die Finals spielen und pro Win $100 praktisch mitnehmen. Schade, dass heute Ostersonntag ist.